Wir machen in Bibelkunde weiter. Und Moment. Ihr könntet schon die erste Folie einblenden. Wir sind zum Buch gekommen, was ich sehr, sehr liebe. Eines meiner Lieblingsbücher der Bibel. Es ist der erste Prophet von den 12 kleinen Propheten, Hosea. Wir erinnern uns, die vergangenen 5 Bücher waren die großen Propheten. Eigentlich sind das die 4 großen, nicht die 5 großen Propheten, weil Klagelieder ist auch ein Buch von Jeremia. Und sie werden große Propheten genannt, nicht weil sie so groß sind und größer als die anderen, sondern weil sie so viel hinterlassen haben, weil sie so viel geschrieben haben, mehr als die 12 kleinen Propheten. Und das ist keine biblische Bezeichnung, das ist in der Bibel finden wir diesen Ausdruck nicht, 12 kleine Propheten. Soweit ich nachgelesen habe, wurde das schon ganz am Anfang der Christenheit so genannt. Und Augustinus, einige sagen, Augustinus ist der Erste, der das so genannt hat, die 12 kleinen Propheten. Aber obwohl Hosea nicht so viel geschrieben hat wie die großen Propheten, halten einige Juden ihn für den größten Propheten, der aufgetreten ist. Und das ist immer Ansichtssache. Manchmal mögen wir einen Propheten mehr als den anderen. Und oft ist es immer so, das, was man liest, das schätzt man immer als das Wertvollste ein. Aber der größte Prophet, müssen wir sagen, wie Christus gesagt hat, ist Johannes. Es ist kein größerer aufgetreten als er. Aber wenn wir heute das ansehen, wenn wir uns heute das Buch ansehen, werden wir wirklich bemerken, dass die Juden nicht umsonst so einen Wert auf diesen Propheten gelegt haben. Nicht umsonst haben die eine so hohe Meinung über ihn. Die Größe eines Menschen wird ja nicht nur durch sein Leben verdeutlicht, sondern in welcher Zeit er dieses Leben gelebt hat. Geistliche Höhe überall, alle sind Christen, alle folgen Gott nach, dann ist es ja leichter, so Gott nachzufolgen. Aber wenn alles niedergeht, wenn der große Abfall da ist, in dieser Zeit ein Treuer zu sein, ein Diener Gottes zu sein, ein Zeugnis zu bekommen, was alle anderen nicht bekommen, das ist wirklich Größe. Und lasst uns ansehen, in welcher Zeit Hosea gewirkt hat. Da lese ich, dieser Vers zeigt an, in welcher Zeit, wie ist der moralische Zustand von Israel. Während Hosea weissagt, ist der moralische Zustand von Israel auf dem Tiefpunkt. Und da heißt es in Hosea 9, Vers 9 so am Ende. In tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibea. Und vielleicht sagt das einem nichts, aber wenn du das Buch Richter gelesen hast, dann hast du bestimmt eine Geschichte nicht vergessen. Und zwar, da ist ein Mann aus Bethlehem, Juda. Seine Nebenfrau wird ihm untreu und sie flüchtet zu ihren Eltern zurück. Und dieser Mann folgt ihr nach und geht zu diesen Eltern, die nehmen ihn freundlich auf. Und da muss ich immer schmunzeln, wie der Mann bei seinen Schwiegereltern ist und diese ihn immer wieder überreden, dort zu bleiben, noch eine Nacht. Die sagen, ja, bleib doch noch eine Nacht. Und irgendwann mal nach 5 Tagen sagt er so, jetzt ist genug, jetzt gehe ich, jetzt ziehe ich los. Und dann zieht er los und die Nacht rückt heran und sie entscheiden sich für eine Stadt, um dort zu übernachten. Und das war genau diese Stadt Gibea, das zum Stamm Benjamin gehörte. Und ein Mann nimmt ihn auf, nimmt ihn vom Marktplatz, nimmt ihn nach Hause. Und während sie guten Mutes sind, so wie es heißt in der Geschichte, kommen Söhne Belials, also Söhne Satans, und bestürmen den Gastgeber, diesen Mann, den er aufgenommen hat, herauszugeben, um ihn zu vergewaltigen. Und ihr seht schon, das sind die Zustände von Sodom und Gomorra, sind auf einmal in Israel. Auf einmal passiert das, was in Sodom und Gomorra passiert ist, auch in Israel, in Gibea Benjamin. Und der Gastgeber will seine Töchter herausgeben, auch wie Lot, aber die wollen nicht. Und im Endeffekt nimmt dieser Mann, der bei ihm eingekehrt ist, seine Nebenfrau, die er geholt hat, gibt sie heraus
Und sie nehmen die Frau und vergewaltigen sie die ganze Nacht, sodass sie nur noch die Kraft hat, nach Hause zu kommen und vor der Tür niederzufallen und zu sterben. Der Mann lädt diese Frau auf einen Esel, geht nach Hause, zerschneidet sie in 12 Stücke und schickt jeweils ein Teil zu einem Stamm. Und schreibt Folgendes: So etwas ist nicht geschehen, noch gesehen worden, seit der Zeit, da die Kinder Israels aus dem Land Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Nun denkt darüber nach und beratet und sprecht euch aus. Und daraufhin gerät Israel in einen Bürgerkrieg und es gibt große Verluste. Benjamin gewinnt erstmal und dann am Ende wird Benjamin fast komplett zerstört. Es bleiben nur sehr wenige von diesem Stamm, der eigentlich so ein so großer Stamm ist. Und das passierte, wie angemerkt, in Gibea. Und hier in Hosea lesen wir, in Hosea 9,9 steht, in tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibea. Also die Zustände, die moralischen Zustände sind genau diese geworden. Und es ist schon schwer, in einer normalen Zeit zu predigen. Wer ist tüchtig für dieses Werk, sagt Paulus. Aber noch viel schwerer, wenn das Volk solche Schandtaten verübt und bereit ist, wirklich zu morden für eine Lust. Wie viel mehr sind sie bereit, einen Prediger zu töten, der ihnen genau diese Sachen vor ihre Augen hält. Und Hosea wird genau diese Aufgabe auferlegt. Und er ist kein geeigneter Mann. Er kann diese Aufgabe nicht erfüllen. Aber bei seiner Berufung gibt Gott ihm eine Bibelschule nach seiner Art, um ihn fähig zu machen, diesem Volk zu predigen. Und bevor wir so zu seiner Ausbildung gehen, lass uns einige grundlegende Dinge, die wir mal erwähnen, wenn wir Bibelkunde haben, was so allgemeine Informationen zu diesem Buch. Der Verfasser dieses Buchs ist Hosea, und wenn wir sagen, Hosea ist der Autor, sagen wir, Gott hat Hosea inspiriert, die Schrift niederzuschreiben, die er niedergeschrieben hat. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sein Name ist Hosea, und im Hebräischen wird das Hoshea ausgesprochen, was bedeutet, Jahwe rettet oder Rettung. Und das Wort ist wahrscheinlich auch mit diesem Wort Hosianna verwandt, Hosianna, was heißt, Herr, hilf doch, rette uns doch. Und dieses Wort, ich meine, das ist miteinander verwandt. Weiter wird Hosea nicht in der Bibel erwähnt, er wird nur von Petrus und Paulus zitiert im Neuen Testament. Seine Familie, er ist ein Sohn Beris, diese Familie sehen wir nicht weiter in der Bibel. Und er ist zu seiner Berufung, zur Zeit seiner Berufung ledig. Aber bei seiner Berufung gebietet ihm Gott, eine Frau zu heiraten, und er heiratet sie, und diese Frau gebiert 3 Kinder. Sein Dienstbereich ist in dem Norden Israels, da wo die 10 Stämme sind. Wir wissen, nach Salomo, bei der Herrscher von Salomos Sohn, ist das Reich geteilt worden in 10 Stämme und 2 Stämme. Und diese 10 Stämme, die haben von Anfang an angefangen, Götzendienst zu betreiben. Die haben gleich nach der Herrschaft, hat der Jerobeam 2 Kälber aufgestellt, damit das Volk nicht zum Tempel geht. Er hat etwas Neues gebaut, weil er hat Angst gehabt um seine Herrschaft, weil das Volk wird nach Jerusalem immer wieder gehen und dort dann Sympathie für den König gewinnen und dann von dem Jerobeam abfallen. Und er hat strategisch 2 Tempel aufgebaut, sodass sie nicht weit gehen müssen. Er sagt, hier habt ihr eure Kälber, ihr könnt hier anbeten. Und in diesem Nordreich, die Götzendiener sind, aber noch immer diesen äußeren Schein der Gottesfurcht haben, da diente Hosea. Samuel und die Propheten nach ihm bis Salomo, die haben dem ganzen Reich gedient. Und es gibt danach die Propheten, die waren hauptsächlich immer in einem der Bereiche, entweder bei den 2 Stämmen oder bei den 10 Stämmen. Aber manchmal gibt es auch kleine Teile, die an den anderen, wenn einer im Nordreich gedient hat, hat er auch ein paar Worte an Südreich gesagt und andersherum. Hosea also bei den 10 Stämmen. Und diese 10 Stämme sind im Grunde Heiden. Sie beten Götzen an, aber da gibt es noch ein bisschen Überreste von Glauben ist geblieben. Und in diesem Nordreich, während Hosea dort
seinen Dienst tut, wechseln die Könige ganz, ganz schnell nach Jerobeam, den zweiten. Das ist schon über einen König Jerobeam, dann kommt noch ein König und dann kommt Jerobeam der zweite. Und als der stirbt, gibt es 6 Königswechsel und die gehen ganz, ganz schnell. Und 4 von den Königen werden ermordet von dem Nachfolger. Also so ein Zustand. Ein König wird ermordet, der andere wird König. Wird der nächste ermordet. Von dem, der ihn ermordet, der wird König. Mörder werden Könige. Und diesen Leuten musste Hosea predigen. Amos und Jesaja prophezeiten auch in derselben Zeit. Und einige nennen noch ein paar mehr Propheten. Ich habe jetzt nur die beiden hier mir rausgesucht. Gehen wir über zur Abfassungszeit. Hoseas Buch oder die Abfassung des Buches wird mit seiner ganzen Lebenszeit gleichgesetzt. Hosea lebte ca. 755 bis 710 vor Christus. Er prophezeite daher dieses Buch nicht an einem Stück. Also wenn wir das lesen, merken wir auf einmal, dass da gibt es Risse. Also das ist nicht ein Buch, sondern seine Predigten, die er immer wieder gehalten hat. Es kann ein Jahr dazwischen Unterschied sein, aber wenn wir das Buch lesen, haben wir ein besseres Verständnis, wenn wir sehen, das ist nicht kein zusammenhängender Text. Und Matthew Henry hat das gesagt, das sollten lieber die Sprüche Hoseas genannt werden, weil er oft so das Thema wechselt oder so oft einen Wechsel gibt in seinem Buch. Also mehrere Predigten in diesem Buch, das Thema aber verändert sich nicht. Während der ganzen Lebenszeit von Hosea war das Thema immer aktuell, welches er gepredigt hat. Und wir ärgern uns oft, wenn wir schon die Sachen nur ein- oder zweimal sagen müssen. Aber Hosea musste sein Leben lang immer die gleiche Botschaft predigen. Gott sandte ihn immer wieder, geh und predige. Und das Thema blieb immer aktuell und das Volk änderte sich nicht in der Zeit. Ich möchte euch erinnern, das Alte Testament ist ja angeordnet, ich habe das vor einem Jahr, wir haben Jeremia vor einem Jahr gehabt, da habe ich erwähnt, dass das Alte Testament an dem zweitgrößten Ereignis nach der Schöpfung ausgerichtet ist. Und zwar das größte Schöpfung, dann kommt das größte Ereignis nach der Schöpfung, ist die Herausführung Israels aus dem Land Ägypten. Und das zweitgrößte Ereignis ist die Herausführung aus dem Land Kanaan, wo Gott sie hineingeführt hat, von den Babyloniern und Assyrern. Dieses Volk haben sie da wieder herausgeführt. Gott hat sie da hingegeben. Gott hat sie hingegeben in die Wegführung. Und die haben fünfmal mussten die kommen, die Assyrer und die Babylonier, um das ganze Volk herauszuführen. Gott hat ein einziges Mal gebraucht, um sie hineinzuführen, aber herauszuführen, da war es fünfmal nötig, sie wegzuführen. Und das geschah in Abständen, manchmal 10 Jahre, manchmal ein bisschen mehr. Und nach dieser Wegführung ist das Alte Testament angeordnet. Und wir sehen, die ersten 17 Bücher der Bibel sind 17 Geschichtsbücher. Einmal das Fundament, die 5 Bücher Mose, dann 12 Geschichtsbücher. Und diese 12 Geschichtsbücher sind eingeteilt 1 bis 9 vor dem Exil, bevor sie weggeführt sind aus dem Land. Und dann 10 bis 12, also die letzten 3 Bücher, sind nach dem Exil, nachdem sie weggeführt wurden. Und wir kennen bei Esra, bei Nehemia und bei Esther, die kommen von da wieder zurück. Bei Esther wissen wir auch, sie ist dort in der Wegführung. Sie ist in diesem Königshaus von Achasverus. Das ist nicht in Israel. Das ist nach der Wegführung. Dann wird das unterbrochen von 5 Büchern der Weisheit, Hiob bis Hohelied. Und dann kommen wieder 17 Bücher, nicht 17 Geschichtsbücher, sondern 17 Prophetenbücher. Und diese 5 großen Propheten werden genauso unterteilt. Die ersten 2 Bücher sind vor dem Exil, also bevor sie weggeführt wurden. Das dritte ist genau die Brücke zwischen den beiden. Das ist genau beschreibt, wie sie weggeführt wurden. Jerusalem wird zerstört und die Klagelieder werden angestimmt. Und dann 4 bis 5, Ezekiel und Daniel, sind nach dem Exil. Wir wissen das, Ezekiel fängt an dem Fluss Kebar in Babylonien und Daniel wissen wir auch, dass er bei Nebukadnezar war, also auch in der Wegführung, also nach dem Exil. Und dann kommt wieder 12, also davor hatten wir 12 Geschichtsbücher, jetzt haben wir 12 Prophetenbücher und die sind genauso angeordnet. Die ersten 9 sind vor dem Exil geschrieben, vor der Wegführung. Und die
10 bis 12 sind nach dem Exil geschrieben. So weißt du immer ungefähr, wo du dich befindest. Wenn du ein Buch liest, ist es gut, immer einzuordnen, wo ist gerade Israel? Sind sie schon weggeführt worden oder nicht? Kannst du besser einschätzen. Und folgerichtig bemerken wir dann, Hosea war in der Zeit vor der Wegführung in Israel tätig. Er hat zumindest dann begonnen, seinen Dienst begonnen. Wir kommen zur Gliederung. Wir können das ganz leicht, man kann das ganz schwer gliedern und man kann es ganz leicht und ein bisschen leichtsinnig gliedern. Und ich habe das jetzt die leichte bevorzugt, weil es nicht so viel Zeit gibt, darauf einzugehen. Hoseas Zeit, da wird beschrieben, die Könige werden beschrieben. Dann Hoseas Erfahrung, ein Bild des Handelns Gottes mit Israel. Also ist im ersten Kapitel und im dritten Kapitel eigentlich. Das zweite Kapitel unterbricht das Ganze mit der Rede Gottes. Und dann kommt Hoseas Botschaft über Gericht und Wiederherstellung Israels von Kapitel 4 bis Kapitel 14. Also ein großer Teil wird der Gerichtsbotschaft gewidmet. Immer mehr als der Heilsbotschaft. Das merkt man immer wieder bei den Propheten. Zum Inhalt, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich habe jedes Kapitel so mit einer kleinen Überschrift überschrieben, was der Inhalt dieses Kapitels ist. Aber ich möchte auf den ersten drei Kapiteln stehen bleiben und wir werden einen Vorgeschmack bekommen, worüber das ganze Buch spricht. Also beginnen wir bei Kapitel 1. Ich möchte Kapitel 1 ganz lesen und ihr dürft es mitlesen und dann auf die einzelnen Dinge eingehen. Hosea Kapitel 1, ab Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beris, erging in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes von Joas, des Königs von Israel. Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm: Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr aber sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jezreel, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Jezreel. Und als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm: Nenne sie Lo-Ruhama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott, doch nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse und Reiter. Als sie nun Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er: Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Also das Buch beginnt im ersten Vers mit der Einleitung, in welcher Zeit Hosea geweissagt hat, und dann wird sofort seine Berufung eingeleitet. Und ich möchte von seiner Berufung anfangen. Ein Prophet ist eben nicht dann ein Prophet, wenn er selbst anfängt zu reden. Ein Prophet ist ein Prophet, wenn Gott anfängt zu ihm zu reden. Also es ist immer verbunden mit dem Wort Gottes. Man kann kein Prediger sein, wenn man das Wort Gottes nicht kennt. Gott muss zu einem reden, damit man reden kann. Und so begann es auch bei Hosea. Gott begann zu ihm zu reden. Und das Erste, was Gott ihm überhaupt sagte, das Allererste, das finden wir durch die Worte im Vers 2 angedeutet: Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm. Und das Erste ist nicht: Halte eine Predigt. Geh, predige im Tempel. Geh, predige bei diesen zwei Kälbern. Mach ein Werk für mich. Predige das Wort. Nein, er sagt: Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben.
Das Land, denn, also dieses denn, in diesem Kapitel kommt viermal das Wort denn vor. Und das bemerken wir, Gott begründet immer sein Handeln, warum er bestimmte Kinder, sondern denn das Land ist dem Herrn untreu geworden. Und wir müssen bei dem Buch beobachten oder eine Sache beachten, dass Gott sein Volk immer als seine Braut ansieht, so wie die Gemeinde seine Braut ist. Und so auch bei Israel. In Jesaja 54, 5 heißt es, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscher ist sein Name. Und dieses Volk hat diesen, ihren Ehemann verlassen, hat sich abgewendet und hat sich dem Baal zugewendet. Und wir haben das schon an dem moralischen Zustand festgestellt. Sobald du von Gott abfällst, dann fällt auch dein ganzer moralisches Leben. Fluchen und Lügen beginnen da, wo man Gott verlässt. Wo man anfängt, anderen Göttern zu dienen, da beginnt auch die Sünde. Und das war genau der Fall in Israel zur Zeit Hoseas. Gott gab die Ehe als ein Bild seiner Liebe für dieses Volk. Versteht ihr? Gott wollte sagen, Israel, ich will euch zeigen, wie ich euch liebe, wie ein Mann seine Frau liebt. Und jetzt gibt Gott dasselbe Bild, um zu zeigen, wie eine Frau ihrem Mann untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden. Es gibt wenig, was einem Mann so niederschmettert wie die Untreue seiner Frau zu ihm. Der Bereich, der diesem einem einzigen Mann gehören sollte, wird auf einmal mit vielen geteilt. Und Gott will diesen Spiegel dem Volk vorhalten. Der Bereich, der mir gehört, der mir allein zusteht, den gebt ihr allen anderen Göttern. Gott sagt ihm im Grunde, ich habe schon eine hurerische Frau, Hosea. Geh, nimm dir auch eine. Nimm dir eine Frau, deren Gedanken auf Ehebruch aus sind. Eine Frau, die eine vergängliche Liebe hat, die von Mann zu Mann läuft. Und der Prophet hat ja die Aufgabe, Gott vor dem Volk zu vertreten. Also das zu sagen, was Gott dem Volk gerade sagen will. Und genau auf diese Art und Weise zu sagen, wie Gott es sagen will. Ein Prediger hat nicht die Freiheit, dort lieb zu sein, wo Gott zornig ist. Und dort zornig zu sein, wo Gott liebevoll ist. Und er muss genau das wiedergeben, was Gott sagt. Aber wir sind unfähig dazu. Und bis wir erleben, was Gott erlebt, wie Gott betrogen wird, und Gott sagt ihm genau, bevor du für mich predigen darfst, Hosea, musst du mit mir leiden. Leide, was ich leiden kann, was ich leide. Dann wirst du predigen, wie ich dich predigen haben will. Und wir meinen oft, es ist sehr, sehr einfach zu tun, was Gott tut. Ach, er hat ja so eine Geduld, das ist so einfach. Aber sobald gegen uns so gesündigt wird wie gegen Gott, bemerken wir auf einmal, wie schwer das Ganze ist. Auf einmal sündigt jemand und du denkst 2 Wochen über diese Sünde nach. Und Gott vergibt einfach. Und wir bemerken das, wenn an uns so gesündigt wird, wie an Gott wir selbst sündigen. Und Gott hält uns oft durch Mitmenschen unsere eigene Sünde vor, damit wir merken, was das Sünde wirklich ernst ist, dass es uns wehtut, dass wir nichts anderes denken können als die Sünde dieses einen Menschen, der uns gesündigt hat. Aber oft denken wir gar nicht drüber nach, wie wir Gott verletzen. Und Gott zieht hier Hosea in seine Empfindungen hinein. Er lässt ihn spüren, was er selber spürt, damit er mit Feuer predigt, damit er mit Zorn und Enttäuschung predigt, damit er wirklich das wiedergibt, was Gott sagen will, damit er nicht kalt predigt. Er gibt seiner Predigt etwas Heißes und Brennendes. Du kannst kein Botschafter an meiner Stelle sein, bis du nicht an meiner Stelle gewesen bist. Und er legt hier ihm eine Aufgabe auf, die keiner freiwillig ergreifen würde. Und bevor er Hosea lehrt, muss er lernen. Er bekommt, wie gesagt schon, eine Bibelschule nach Gottes Art. Und man kann das vielleicht von der Schwere so vergleichen, wie Abraham seinen Sohn Isaac opferte. Ich kann mir vorstellen, dass es fast genau dieselbe Schwere ist, gleichzusetzen mit geh, ruinier dein Leben und dein ganzes Glück. Hoseas Liebesgeschichte ist eine Leidensgeschichte, wie Gottes Liebesgeschichte eine Leidensgeschichte ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Das ist Gottes Liebesgeschichte.
dass er seinen Sohn gab. Das ist Gottes Leidensgeschichte. Gott mischt sich in das intimste Privatleben Hoseas ein. Und wie wird er reagieren? Wird er untreu sein, wie das ganze Volk untreu ist? Wird er sagen, ach Herr, ach lass mich doch, ich gehe nach Tarsis wie mit Jona. Ich werde nicht tun, was du mir sagst. Hosea ist Gott gehorsam. Und in Vers 3 lesen wir, Hosea nimmt die Tochter Diblaims zu seiner Frau. Und der Prophet war nicht nur seiner Frau später treu. Wie wir sehen, der Prophet war Gott erstmal treu. Er war treu, er war gehorsam, er ist gegangen und hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Obwohl dieser Befehl so schwer war. Und das ist oft immer ein Spiegelbild unserer Beziehungen mit den Mitmenschen, spiegelt das, wie wir mit Gott leben. Habe ich ein schlechtes Verhältnis mit den Mitmenschen? Habe ich oft zuallererst immer ein schlechtes Verhältnis mit Gott? Habe ich ein gutes Verhältnis mit den Mitmenschen? Habe ich oft einfach nur ein gutes Verhältnis mit Gott? Deswegen komme ich auch mit Menschen so gut klar. Und Hosea war treu, weil er Gott treu war. Er war seiner Frau treu, weil er Gott treu war. Gomer war untreu, weil sie zuallererst Gott untreu war. Und Hosea hat genau das, was Gott an dem ganzen Land bemängelt. Er sagt, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden. Und Hosea eben nicht. Und das ist so die Voraussetzung. Du musst treu sein, wenn du Gott dienen willst. Hier nimmt der Prophet also sein Kreuz auf sich, um Gott nachzufolgen. Hier stirbt das Weizenkorn, um viel Frucht zu bringen. Hier leidet er, damit Gott verherrlicht wird. Ich kann mir denken, mit was für einem schwerem Herzen er zu dieser Frau gegangen hat, um ihr einen Antrag zu machen. Ach Herr, lass mich doch was anderes tun. Kannst du mir das nicht irgendwie anders beibringen als durch das? Kannst du mir das nicht einfach ins Herz geben? Warum muss es so schwer sein? Kannst du das Volk nicht durch irgendjemand anders, ach, wie Mose gesagt hat, sende, wen du willst. Aber er ging. Gott, wie kannst du verlangen, eine Frau zu lieben, die jemand anders liebt oder lieben wird? Aber bei dem schweren Wort Gottes ist es geblieben und er war gehorsam und nahm diese Frau. Und der Name Gomer, es heißt so viel, manche, das ist, die Übersetzer sagen, das ist schwer zu übersetzen, doppelte Umarmung, sagen einige, und einige sagen vollendete Hurerei. Und da sehen wir schon, wie verschieden die Begriffe sind, dass da die Übersetzer sich nicht einig sind. Hosea also und Gomer bekommen ihr erstes Kind, in Kapitel 1, Vers 3 lesen wir da darüber, und sie wird schwanger, und da steht, und gebiert ihm einen Sohn. Hosea hat sie nicht nur zum Schein genommen. Er hat gesagt, ach, ich nehme die Frau, aber ich lasse die bei mir zu Hause leben, aber ich werde mit ihr nicht zusammenkommen. Nein, er ist wirklich mit ihr zusammengekommen, sie ist schwanger geworden und sie gebar einen Sohn. Und nach der Geburt fängt Gott wieder an, zu Hosea zu reden. Es gab eine Pause, nimm dir eine Frau und Hurenkinder, und jetzt kommt das erste Kind und Gott fängt an, wieder zu reden. Das erste ist erfüllt. Jetzt kommt dein zweiter Auftrag, Hosea. Du hast nun eine hurerische Frau und jetzt hast du einen Sohn. Du durftest deinen Sohn zeugen, aber du darfst ihm nicht den Namen geben. Und er sagt, gib ihm den Namen Jezreel. Und hier kommt das zweite Denn in dem Kapitel. Warum soll er ihn Jezreel nennen? Denn, sagt Gott, in kurzem, werde ich in Israel vergossene Blut am Haus Jehus rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Jezreel. Also die direkte Übersetzung von Jezreel ist: Gott sät, Gott streut aus. Und so wird das Tal genannt, welches wir unter dem Namen Harmageddon kennen. Und Harmageddon ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Ha bedeutet Tal, und Mageddon ist von der Stadt, die dort in diesem Tal ist, Megiddo. Und Har Megiddo, also Tal von Megiddo, Harmageddon. Und dieses Tal wird auch Jezreel genannt. Und es bedeutet, Gott sät Rache.
Gott hat angefangen, Rache zu sehen. Und wenn etwas gesät wird, dauert es manchmal, bis diese Saat aufgeht. Aber es heißt schon, Gott hat Rache gesät. Gott wird zerstreut, Gott streut aus. Und als zweite Bedeutung, Gott zerstreut. Gott zerstreut den Samen Israels in alle Länder, so wie es auch später geschehen ist. Und wir haben davor gesehen, ich habe euch gesagt, Esther ist nach der Wegführung geschrieben worden. Und Haman, der die Juden töten will, er sagt folgendes Wort. Es gibt ein Volk, sagt er in Esther 3,8, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert. Also das Gericht ist vollzogen. Es gibt ein Volk, das lebt zerstreut. Gott hat es in alle Länder zerstreut, wie er es gesagt hat. Und wir können hier lernen, Sünde veranlasst Gott zu streuen. Sünde veranlasst Gott, dass er Gericht über uns bringt. Das Schwert Gottes ruht in seiner Scheide, bis die Sünde es herauszieht, sagten die Puritaner immer wieder. Und in Hosea 10,4 lesen wir, da sagt Gott folgendes: Leere Worte reden, falsche Eide schwören, Bündnisse schließen, so dass das Gericht aufsprost, wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Das ist also der Grund, warum das Kind diesen Namen Jezreel bekommt. Das ist die Warnung, das Gericht ist schon gesät und Gott wird euch zerstreuen. Er prophezeit ihnen das Gericht. Und das Gericht, lesen wir hier, ist am Haus Jehus. Und Jehu war auch einer der Könige in diesem Nordreich bei den 10 Stämmen. Jehu wurde von Gott gesalbt, um was zu tun? Um das Haus Ahabs herunterzubringen, das Haus Ahabs zu töten. Und was hat er gemacht? Genau das hat er getan. Er hat Ahab getötet, er hat Ahabs Sohn getötet und er hat Isabel getötet. Und dazu hat ihn genau Gott berufen. Gott hat gesagt, das ist deine Aufgabe, das sollst du tun. Aber Jehu in seinem Eifer ist weit hinausgeschossen über das, was Gott ihm befohlen hat. Und zwar, er hat auch den König aus Juda getötet. Und seine 42 Söhne hat er auch getötet. Und dazu hatte Gott ihn nicht beauftragt. Und das Interessante ist, Jehu tötete Joram, also den Sohn Ahabs, mit einem Bogen. Und Gott sagt hier, ich werde euren Bogen zerbrechen. Ihr werdet keine Kriegskraft mehr haben. Ich werde euren Schutz, wenn du keinen Bogen hast, dann kann der Feind an dich heran. Du wirst geplündert werden, wenn du den Feind nicht auf Abstand halten kannst. Ich werde euren Bogen zerbrechen, euer Kriegsgerät. Und jetzt kommt dieses Gericht. Gott sagt, ich werde Gericht sehen am Haus Jehus. Und Gott lobt Jehu am Ende seines Lebens sogar. Er sagt, weil du dich gut gehalten hast und getan hast, was recht ist in meinen Augen. Also es war recht, dass er Ahab getötet hat. Und er sagt, weil du am Haus Ahab gehandelt hast nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen Nachkommen von dir bis in das vierte Glied auf dem Thron Israel sitzen. Einmal kriegt er einen Segen für das, was er Gutes getan hat. Aber Gott hat seine Sünde nicht vergessen. Und wir denken oft, wir kommen mit unserer Schuld weg. Wir kommen irgendwie ohne Buße vorbei an Gottes Gericht. Aber es gibt kein Vorbeikommen. Gott vergisst nicht. Es sind schon einige Generationen vorbei. Und Gott sagt, ich räche diese Schuld. Und das lesen wir auch in den 10 Geboten. Er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern derer, die mich hassen. Also wenn die Kinder weiter im Hass gegen Gott vorangehen, kriegen sie die Schuld der Väter. Wird das Gericht für die Schuld der Väter auf sie gelegt. Aber wenn sie in Gottesfurcht leben, dann lesen wir in den Propheten, die Eltern haben saure Trauben gegessen und die Kinder, deren Zähne sind stumpf geworden. Und Gott sagt, ihr sollt sowas nicht mehr sagen. Sowas geschieht nicht. Es soll nicht so heißen. Die Kinder werden die Schuld der Väter nicht tragen, wenn die Kinder gottesfürchtig sind. Jehu ist lange tot und Gott sagt, ich werde seine Schuld rächen. So war es in diesem Fall. Die Kinder waren Abtrünnige. Es hat sich nichts geändert. Die Gottlosigkeit nahm weiter Überhand
Und Gott kündigt hier durch den Namen dieses Kindes Gericht an am Haus Jehus. Ab Vers 6 lesen wir, dass Gomer zum zweiten Mal schwanger wurde und sie, als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm, nenne sie Lo-Ruhama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Es fehlt hier, und bemerkt hier in diesem Text, ganz genau, wenn man genau liest, bemerkst du eine Sache, es fehlt hier der Zusatz, wie beim ersten Mal. Bei dem ersten Kind lesen wir, sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und bei dem zweiten Sohn, bei der Tochter fehlt dieser Zusatz, ihm. Und man legt das so aus, dass das schon das Kind war, was nicht Hosea gehörte. Das ist das erste Hurenkind, welches in das Haus von Hosea gekommen ist, welches die Frau Gomer geboren hat. Die Frau beginnt ihre Untreue nicht lange nach der Ehe. Das erste Kind ist da und das zweite ist schon nicht aus der Treue heraus entstanden. Gott redet wieder, nachdem die Frau geboren hat, und Hosea darf jetzt weder das Kind zeugen noch es benennen, und er sagt, nenne das Kind Lo-Ruhama. Lo ist im Hebräischen wie bei uns das Wort, der Buchstabe A oder das, oder diese Zusammensetzung Un. Wenn wir sagen etwas, wir sagen, das ist sozial, und wenn wir das Gegenteil ausdrücken wollen, dann sagen wir, das ist asozial. Oder wir sagen, das ist gerecht. Und wenn wir sagen, das Gegenteil, das ist ungerecht. Und so ist das, dieses Wort Lo im Hebräischen, es zeigt genau das Gegenteil von dem, was gleich folgt. Und Ruhama bedeutet Erbarmen. Und Lo Ruhama bedeutet nicht Erbarmen, kein Erbarmen, keine Gnade. Ruhama wird auch manchmal mit Geliebte übersetzt, geliebt oder geliebt, und Lo Ruhama dann ungeliebt, so wie auch Paulus das in Römerbrief, in Römer 9, 25 sagt. Er sagt, ihr wart einst Ungeliebte, jetzt seid ihr Geliebte. Er zitiert diese Stelle und sagt Geliebte, also dieses Wort wird verschieden übersetzt. Und das deutet darauf hin auch, dass diese Tochter niemals ihren Vater kannte, wie es bei Huren gewöhnlich ist. Sie wurde gezeugt, aber niemand weiß, wer ihr Vater ist, und niemand fühlt sich schuldig, ihr die Liebe zu schenken, die man gewöhnlich einem Kind gibt. Sie ist eine von ihrem Vater Ungeliebte. Hosea hat also nicht nur eine Frau, die ihm untreu ist, er hat auch Kinder, die aus der Untreue entstanden sind. Er hat nicht nur eine schlechte Frau und dann sagt er, ach, ich habe wenigstens Trost durch meine Kinder. Nein, er sagt, du hast eine untreue Frau und du wirst auch hohen Kinder haben, so wie das ganze Land dem Herrn untreu geworden ist. Gott hatte keinen Trost durch einen Teil. Nein, das ganze Land, er sagt, ist untreu geworden. Und deine ganze Familie muss untreu sein, damit du empfindest, was ich empfinde die ganze Zeit. Und Hosea musste wahrscheinlich die Kinder aufziehen, die dort entstanden sind. Und diese ganze Familie, das war ein Spiegel für das ganze Volk. Diese unglückliche Familie zeigte dem Volk, was sie selber sind. Und der Name macht schon eigentlich allen bekannt, dass das ist nicht ein Kind, der aus einer Ehe entstanden ist, aus Treue entstanden ist, weil eigentlich erbarmt sich ja ein Vater über seine Kinder. Es steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und hier ist eine Tochter, die wird kein Erbarmen genannt. Ich werde mit ihr kein Erbarmen haben. Hosea musste beständig die Frucht der Sünde seiner Frau vor sich laufen sehen. Ständig ihre Sünde, heute haben wir gehört, die Sünde, meine Sünde ist vor meinen Augen. Hosea hatte ihre Sünde ständig vor Augen, wie Gott ständig die Sünde des Volkes vor Augen hat. Ständig muss er ansehen, fluchen und lügen, Spott, Götzendienst. Hosea muss leiden, was Gott leidet. Und dann kommt das zweite Denn, also warum muss er sie Lo-Ruhama nennen. Er sagt, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig
nicht mehr erbarmt. Das heißt ja, er hat sich vorher über sie erbarmt. Und was heißt erbarmen? Das lesen wir auch, dass ich ihnen vergeben würde. Und die direkte Übersetzung, dass ich es ihnen hochheben würde, dass ich es für sie tragen werde. Und wir kennen das aus, von Christus, wo Johannes auf ihn zeigt und sagt, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und Gott sagt, ich werde es ihnen nicht mehr tragen. Ich werde ihre Schuld nicht mehr tragen. Ich werde kein Erbarmen haben. Es gibt keine Vergebung. Und wieder steht der Name des Kindes für Gottes Haltung zu dem Volk. Gott hat kein Erbarmen mehr. Ich bin des Erbarmens müde geworden, sagt er in Jeremia 15, Vers 6. Und durch was kann man Gottes Gericht, das erste Kind heißt Israel, das Gericht, und durch was kann man Gottes Gericht abwenden? Es gibt nur eine Sache, die Gottes Gericht abwenden kann, ist, das ist Gottes Erbarmen. Und Gott sagt, kein Erbarmen. Ich will mich über dieses Haus nicht mehr erbarmen. Hier kriegen wir auch ein weiteres Verständnis. Er sagt weiter in diesem Vers, dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott, doch nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse noch Reiter. Hier ist eine zweite Seite des Erbarmens, Rettung. Gott rettet. Vergeben und retten, das ist Erbarmen. Wenn wir sagen, Gott erbarm dich, dann ist der Ausdruck, vergib und rette. Gott hat einen ganz anderen Umgang mit Juda und er will Israel es wissen lassen. Hosea predigt den Israeliten, die kein Erbarmen haben werden, ich werde aber Erbarmen haben über Juda und will sie zur Eifersucht reizen. Was ist denn bei uns anders? Was ist bei uns anders als bei ihnen? Ja, sie sind noch immer, die dienen noch dem, immer noch dem lebendigen Gott und wir nicht. Sie halten immer noch, was Gott ihnen geboten hat und wir nicht, auch wenn sich das später ändert. So sehen wir bei Hiskia diese Reformation, dass das Fest gefeiert wird, wie es noch nie gefeiert wurde, dass Hiskia das geistliche Leben wieder belebt in dem Land. Und Prophetie hat immer so zwei Seiten, wenn ihr Prophetie liest in den Büchern, da werdet ihr merken, es gibt eine Erfüllung, die sofort passiert. Und diese Erfüllung, ja, sie trifft darauf zu, aber es bleibt irgendwie was aus. Es ist so etwas, was nicht befriedigt. Man denkt, ja, irgendwie, da muss irgendwie mehr passieren. Also man hat immer das Gefühl, es ist noch nicht ganz erfüllt. Und genau so ist es. Prophetie erfüllt sich sofort und es gibt eine Zukunftsprophetie. Und hier wird zum Beispiel gesagt, ich will sie retten durch den Herrn, ihren Gott, nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse noch Reiter. Und das erfüllt sich tatsächlich. Ihr erinnert euch, Hiskia wird angegriffen und dann sendet ihm dieser König einen Brief und er liest ihn, breitet ihn vor Gott aus und sagt, Herr, du siehst alle Worte, die dieser Mann gegen dich geredet hat. Was passiert? Gott rettet sie. Nicht durch Bogen oder Schwert, sondern durch einen Engel. 185.000 aus der assyrischen Armee kommen um. Der Engel tötet sie. Gott rettet sie. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch den Herrn, ihren Gott. Aber später werden sie doch weggeführt. Und man merkt, ja, das hat sich erfüllt, aber da fehlt noch irgendwas. Und das wird kommen am Ende bei Christus, wenn Christus in diesem Tal Harmageddon alle ihre Feinde zerschmettern wird. Wenn Gott sie wirklich retten wird, nicht durch ihre Kraft, nicht durch das, was sie irgendwie zustande bringen, sondern durch sich selbst, durch den Herrn, ihren Gott. Israel wird am Ende der Tage ansehen, den sie durchstochen haben. Sie werden ihren König ansehen und werden sich zu ihm kehren. Und es wird nur noch einer sein, der sie errettet. Sie werden sich kehren zu dem, den sie verachtet haben. Also in dieser Prophetie, bedenkt das, wenn ihr Prophetie liest, immer diese zweifache Erfüllung, die sofortige und dann gibt es noch eine in der Zukunft. Und ich unterbreche für ein Lied, damit wir ja ein bisschen munter werden. Weiter im Text, ab Vers 8 im Kapitel 1, heißt es so, als sie nun Loruhama, also die Tochter, die zweite, die ja unehelich entstanden ist, entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure.
Also die ungeliebte und unbegnadigte Tochter wird entwöhnt und damals hat man ungefähr 1 bis 2 Jahre gestillt, manchmal sogar 3 Jahre, habe ich nachgelesen. Und kaum ist der neue Sohn geboren, schon fängt wieder Gott an, wieder zu Hosea zu sprechen. Und beachtet, hier wieder fehlt der Zusatz aus dem ersten, bei dem ersten Sohn, gebar ihm einen Sohn. Es fehlt hier ihm. Sie gebar wieder einen Sohn. Hosea darf auch das dritte Kind weder zeugen, noch es benennen. Und bei dem letzten Kind heißt es, bei dem letzten Kind haben wir gemerkt, was Lo heißt. Und Ami heißt Volk. Und Lo Ami heißt nicht mein Volk, kein Volk, nicht Volk. Und du kannst dir so vorstellen, du kannst, wenn wir uns das wirklich vorstellen, diese Kinder laufen herum in ihrem Dorf, da wo Hosea lebte. Und er sagt, jemand sagt, wie heißt du? Er sagt, Ungeliebte. Und dein Bruder, nicht mein Volk. Und ihr müsst euch vorstellen, wie dieser Mann, er müsste schockiert sein. Er müsste sagen, wie kann ein Vater seine Söhne und seine Töchter so nennen? Und wenn sie dann auf dem auf den Grund gehen und dann bemerken, der Grund, warum sie so genannt sind, sind sie selber. Sie sollten nicht schockiert sein über den Vater. Sie sollten schockiert sein über sich selbst, weil die Kinder haben ihren Namen nur wegen ihrem eigenen Verhalten bekommen. Und dann kommt das vierte, denn es wird wieder begründet im Vers 9, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der eure, und andere übersetzen, denn ihr seid nicht mein Volk und ich gehöre nicht zu euch. Gute Nachricht, Bibel sagt, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Luther sagt, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein. Und Elberfelder, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Und auf dieser traurigen Note endet das erste Kapitel im Buch Hosea. Gott bezeichnet sein Bundesvolk Lo Ami. Ihr seid nicht mein Volk. Zu dem Volk, wo er einst ihnen sagte, ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, wird jetzt gesagt, ihr seid nicht mein Volk. Hosea heiratet Gomer, sie bekommen 3 Kinder, 2 davon sind unehelich. Und was meint ihr, wie das schon auf die Predigt von Hosea eingewirkt hat? Wie das sein ganzes Leben geändert hat? Er hat den Stachel dieser Sünde, der Untreue an sich selbst gespürt. Wie anders wird er jetzt predigen? Und stellt euch das vor, wenn Hosea wünschen würde, dass jemand doch zu seiner Frau gehen würde und sie überreden würde, bitte, dass sie wieder zurückkehrt, dass sie wieder treu ist. Er würde sich nicht einen wünschen, der kalt ihr sagt, ja, es wäre gut, wenn du wieder zurückkehrst und wieder treu bist. Na, er würde wollen, dass jemand da mit Herz hingeht, dass jemand Mitleid hat, dass jemand sagt, kehr zurück, kehr um, was tust du? Und genau das tut Gott. Gott will keinen kalten Prediger haben. Gott will einen, der heiß das sagt, was er dem Volk sagen will. Und er formt hier Hosea in diesen seinen Predigern. Gott gebraucht also diese harten Lebensumstände, um das zu bewirken, was er haben will. Und Joni Erickson Tada, ihr kennt die bestimmt, die Frau im Rollstuhl, die sagt, Gott tut, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Gott gefällt nicht, wenn wir leiden, und er freut sich nicht daran und sagt, jawohl, jetzt leiden die. Aber die Frucht dessen, die liebt Gott schon. Und es gibt manchmal keinen anderen Weg als dieses Leiden, das wir lernen. Lass uns in das zweite Kapitel gehen. Oh, ich habe meine Fernbedienung vergessen. Das zweite Kapitel lesen, oder ein Teil. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann, und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Da sollen sie Söhne lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen, denn der Tag von Jezreel wird groß sein.
Nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Ein Bruder sagte einmal, Gott sei Dank für alle Abers in der Bibel und Gott sei Dank für alle und Dochs in der Bibel. Und dieses zweite Kapitel fängt so an, als ob es das erste Kapitel gar nicht gäbe. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer. Gottes Liebe kann von einem Neuanfang nicht lassen. Kinder, die vorher nicht mein Volk genannt werden, werden auf einmal mein Volk genannt. Vorher Loruchama, auf einmal werden sie gesagt Ruchama, Begnadigte. Und nach diesen Gerichtsworten bricht die Liebe Gottes durch. Auf einmal ein Lichtblick mitten in der Finsternis. Es macht nicht das davor Gesagte zunichte, aber es zeigt, dass Gott ein Gott ist, der Erbarmen hat, der mitten im Gericht immer noch begnadigen kann, wenn man sich zu ihm kehrt. Es gibt demjenigen, der übermütig sündigt, dieses Buch. Es verwarnt ihn, es liegt eine schwere Hand auf ihn. Aber der zerschlagen ist und zu Gott kommt und keine Hoffnung sieht für seine Sünde, dem gibt dieses Buch Hoffnung. Auf einmal mittendrin gibt es Hoffnung. Und doch, dieses göttliche und doch. Und es gibt Hoffnung immer, auch für dich, solange wir nicht in der Hölle sind. Der Dichter oder der Schreiber Dante Alighieri hat über die Hölle geschrieben und er sagte, vor der Hölle ist ein Schild. Und er sagte, darauf steht, lasst die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Da gibt es wirklich keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Brücke von der Hölle zum Himmel. Es gibt eine Brücke, die ist Christus, von der Erde zum Himmel. Aber nicht von der Hölle. Da gibt es kein Herauskommen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es gibt Hoffnung für dieses verhurte Israel. Und diese Hoffnung predigt auch Hosea ihnen, wo das Maß der Sünde so voll geworden ist. Wie vor Zeiten in Gebär, in tiefe Verderbnis sind die versunken. Auf einmal wird die Gnade überströmt und die Gnade gepredigt. Und dieser Lichtblick wird wieder entzogen nach drei Versen. Im Vers, Kapitel 2, Vers 4 beginnt ganz normal weiter das Gericht. Er wird weiter über das Gericht. Und ich, als beim Lesen ist mir das, ich habe mir das so vor Augen gemalt, es ist, als ob jemand einen anderen unter Wasser drückt, ihn lange hält, bis er nicht mehr kann, dann holt er ihn heraus, lässt ihn ein bisschen atmen und dann wird er wieder hinein. Und so sehen wir in diesem Buch, wie das Heil und das Gericht die ganze Zeit abwechselnd kommen. Der Überführte, der findet hier eine Oase. Er bleibt hier stehen und sagt, es gibt Gnade bei Gott, es gibt ein und doch. Gott hat gesagt, und doch, es gibt Hoffnung für mich. Ich will. Und dieses zweite Kapitel, wenn ihr das lest, euch wird auffallen, das ist voller Ich wills. 21 Mal habe ich gezählt, ist das Wort Ich will oder kommt es dort vor. Und das Erste, was Gott sagt, darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Das ist die Beschreibung von Gottes Disziplin. Das tut Gott, wenn er einen Christen, wenn er Gläubige züchtigt, seinen Weg mit Dornen verzäunen. Das, wenn dein Weg mit Dornen verzäunt ist, alles drumherum, egal in welche Richtung du gehst, da ist Schmerz, da tut es weh, kein Erfolg, Missstände. Du machst deinen Führerschein, verlierst ihn wieder, machst deine Prüfung, fällst durch. Gott macht einen Dornenzaun. Egal in welche Richtung du gehst, es gibt Schmerzen. Er entzieht seinen Schutz um die Frucht der Sünde, damit man die Frucht der Sünde zu genießen bekommt. Und er macht das nicht ohne Grund. Er macht das, um uns zurückzubringen. Es ist Gottes Gnade, wenn Gott uns Schmerz und Zucht bringt, um uns wieder umzukehren. Mein Cousin, den habe ich mal getroffen und der ist nicht im Glauben. Und ich sage, wie geht's dir? Er sagt, mir geht's schlecht. Ich sage, Gott sei Dank. Weil dann hat wirklich, dem Himmel ist nicht egal, wie es dir geht. Weil dann kümmert sich Gott wirklich um dich. Ich weiß, Gott will dich dahin bringen, dass du Buße tust. Deswegen geht es dir auch schlecht. Und ich freue mich dann. Und Geschwister, wir müssen das auch beten für die, die ausgeschlossen sind. Wir beten nicht für Segen für solche. Wir beten, dass Gott einen Zaun aus Dornen um sie herum macht. Nicht, weil wir so Spaß haben oder so eine Freude haben, dass sie leiden. Wir beten, damit sie zurückkommen. Wir wollen sie gewinnen. Wir wollen sie wieder in der Gemeinde haben.
Und die Gemeinde, das, genau das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, die waren stolz darauf. Ach, wir lassen die Sünder bei uns in der Gemeinde, wir sind tolerant, wir lieben alle. Wir werden einen nicht ausschließen. Und der hat mit seiner Schwiegermutter Unzucht getrieben. Und Paulus sagt und ermahnt sie und sagt, dass sie den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit was? Damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also dass ein Christ wirklich, oder einer, der abgefallen ist, der ausgeschlossen ist, dass der Leib gezüchtigt wird, damit er zurückkommt. Dass er wieder den Weg zur Gemeinde zurückfindet. Das war die Absicht des Paulus, warum er diesen Mann übergeben hat. Und wir wissen, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Er ist wieder zurückgekommen und er sagt, jetzt nimmt ihn auf. Und dann sollen wir wirklich auch die Liebe praktizieren. Wir sollen solche Menschen aufnehmen, die in Sünde gefallen sind, die ausgeschlossen sind. Dann gerne aufnehmen und ihnen Liebe zeigen, wenn sie bußfertig sind. Und genau das macht einen Zaun aus Dornen. Es macht einen Menschen bußfertig. Gott sagt später in diesem Buch, denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon und nehme weg, dass niemand retten kann. Ich werde davon gehen an meinen Ort, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal, und hier ist das Ziel, in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Wie beim verlorenen Sohn, als er Mangel litt, da kamen ihm auf einmal göttliche Gedanken in den Kopf. Und in dem Kapitel, in dem zweiten Kapitel, in Vers 9, sagt er, die Worte gibt Gott, die sie reden werden, wenn Gott sie dahin führt. Ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals hatte ich es besser als jetzt. Und das ist das, warum Gott einen Menschen in Zucht nimmt, damit er halt dieses erkennt. Ich hatte es besser. Warum, was habe ich getan? Warum habe ich so eine Schuld auf mich genommen? Warum gehe ich nicht den Weg, den die Bibel mir sagt? Das Schlimmste, was einem Ausgeschlossenen passieren kann oder einem, der in der Gemeinde ist und in Sünde lebt, in geheimer Sünde, dass er in seiner Sünde sorglos wird und dass er fröhlich ist, dass er zufrieden ist und so in die Hölle geht. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Deswegen ist es gut, wenn wir beten, dass Gott ein erzieherisches Gericht über diese Leute bringt, um sie zurückzubringen, um sie zurechtzubringen. Das Zweite, ich will meinen Korn zurücknehmen. Also Gott hat ihnen immer noch Korn gegeben. Die waren schon in Sünde und Gott gibt ihnen weiter noch ihr Korn. Und ihr müsst das euch so vorstellen. Stellt euch vor, Gomer ist mit einem Mann und Hosea weiß, wo sie wohnt und er geht hin und legt Säcke Getreide vor dieses Haus. Und Gomer kommt raus, am Mittag sieht, da ist Getreide, das hat wahrscheinlich mein Liebhaber mir gebracht. Nimmt das, malt das zu Korn, backt Brot und abends umarmt sie und küsst ihn und sagt, danke, dass du mir das gegeben hast. Und es steht auch, ihr habt meine Wolle, meinen Flachs genommen und dem Baal gedankt. Mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, damit haben sie den Götzen gedient. Und Gott hat es immer noch weitergegeben. Er hat nicht sofort sein Gericht einsetzen lassen, sondern es dauerte ein wenig. Dann, und ich will aller ihrer Freude ein Ende machen. Ich will auch ihren Weinstock und ihre Feigenbäume verwüsten. Ich will sie strafen für die Festtage der Bale. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Gott will sein Volk, welches er aus der Wüste herausgebracht hat in das Land, wieder in die Wüste zurückbringen, wieder auf den Nullpunkt bringen, da wo er sie erzogen hat, wo er sie geprüft hat. So dass sie wirklich, in einer Wüste bist du wirklich auf Gott angewiesen. Da gibt es gar nichts, da wächst nichts. Da gibt es sehr selten Regen und Tiere gibt es da auch nicht viele, die du da schlachten kannst. Also da bist du wirklich auf Gott angewiesen. Und er sagt, dort werdet ihr wieder zu mir rufen. Aber nicht nur Gerichts-Ich will, es gibt auch Ich will Worte voller Gnade. An jenem Tag will ich zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren. Oder
der neue Bund, und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Oder ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Und dann, erst dann, sagt das Volk auf einmal, du bist mein Gott. Und an einer anderen Stelle in Hosea sagt er, ihr werdet nicht mehr sagen, mein Baal, du bist mein Baal. Jetzt sagen, du bist mein Gott, wir gehören dir. Und das passiert erst, nachdem ein so großes Gericht über das Land kommt. Hosea ist alleine, seine Frau lebt im Ehebruch, ist nicht bei ihm. Und dann beginnt das dritte Kapitel. Und das möchte ich bis Vers 3 lesen. Und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und eine Lattich Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will ich auch ich mich dir gegenüber verhalten. Also Gott beginnt wieder bei Hosea mit der Beziehung zu Gomer. Er beginnt wieder zu ihm zu sprechen, was seine Beziehung angeht. Sie ist von ihm, er ist alleine, vielleicht alleine mit den Kindern. Vielleicht predigt er schon, verkündigt. Sie ist eine Hure und das kann nicht verborgen bleiben, das ist der Stadt, ganzen Stadt bekannt. Und aber der sie besitzt, er will sie nicht mehr haben. Und er stellt sie auf den Markt aus. Und damals war es nicht ungewöhnlich, dass man Menschen verkaufte, die bankrott geworden sind. Wenn sie nichts mehr hatte, wenn sie Schulden hatte, man verkaufte die Leute einfach als Sklave. Und es war nicht ungewöhnlich, dass man einen solchen Sklaven in den Markt ausstellte und ihn komplett nackt auszog. Dass diese Frau ganz nackt dastand und verkauft wurde. Und seht, wie Gott zu ihm redet. Er sagt zu ihm, geh, erwirb dir, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, das wollte ich sagen, im ersten Kapitel sagt Gott, geh, erwirb dir eine Frau. Und seht, wie er hier jetzt zu ihr spricht. Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Hier ist Liebe gefragt. Hier ist Erbarmen gefragt. Hier ist Gnade gefragt. Eine Frau erwerben, das soll wohl nicht so schwer sein bei einigen. Aber sie dann lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, das ist etwas ganz anderes. Ich habe das nicht erlebt, aber ich glaube den Männern, die hier in der Gemeinde sind. Und Gott sagt, zuerst sagt er ihm, erwirb. Und dann sagt er, geh und liebe sie jetzt. Wo sie so versagt hat, wo sie sich so hineingesündigt hat, geh und liebe sie. Und ich kann mir nur vorstellen, wie das ablief, wie Hosea dahin ging, an diesen Stand, in den Markt, wie sie dort ausgestellt wurde. Die Frau, die er geheiratet hat, sieht auf einmal ganz anders aus. Das sündige Leben, das zerrt schon einem an der Schönheit. Ihre Schönheit ist dahin. Die Frau, mit der er ein Kind hat, mit der er das Bett geteilt hat, die er geheiratet hat, die steht auf einmal da, nackt und wird verkauft. Die Frau, die sein Herz gebrochen hat, die ist auf einmal vor ihm. Alle ihre vielen Liebhaber wollen sie nicht mehr haben. Niemand ist bereit, sie zu behalten. Sie wollen die nicht mehr. Sie haben genommen, was sie von ihr wollten. Und dann haben sie die einfach ausgestellt und verkauft. Als sie in dieser erbärmlichen Lage so wertlos ist, in aller Augen, als sie bekommen haben, was sie von ihr wollten und dann gesagt haben, wir brauchen dich nicht mehr und sie verkauft haben, da kommt Hosea. Sie kann nichts mehr geben. Jeder, der sie kaufen würde, er würde nur eine Last kaufen. Sie hat nichts zu bringen, keine Schönheit. Keine Treue, keine gute Arbeitskraft, gar nichts. Und vielleicht bemerkt sie selbst, niemand
Niemand will mich haben. Und die, die mich haben wollen, die zahlen einen solchen Preis, der mir zeigt, was ich wert bin. Sie traut sich vielleicht noch nicht mal in die Gesichter zu gucken vor den vor der Menschen, die vor ihr sind und bieten. Guckt nach unten, beschämt über ihren Zustand. Obwohl sie aber niemanden sieht, hört sie doch, was geboten wird. Und einer bietet, sagt, 5 Silberlinge. 5 Silberlinge gebe ich für diese Frau. Vielleicht kann sie bei mir noch im Garten arbeiten. Ein anderer sagt, 7 Silberlinge gebe ich für diese Frau. Und sie hört und sie denkt, die Stimme kenne ich irgendwoher. Ein anderer sagt, 12 Silberlinge, ich gebe 12 Silberlinge. Es kommt wieder eine Stimme, die ihr bekannt ist. 15, ich gebe 15 Silberlinge. Ein anderer sagt, ich gebe 15 Silberlinge und ein Homer Gerste. Und dann kommt wieder die ihr bekannte Stimme. Ich gebe 15 Silberlinge, ein Homer Gerste und ein Latig Gerste dazu. Das sind ungefähr 250 Kilo Gerste. Und die Auktion ist beendet, verkauft. Sie schaut hoch und es ist Hosea. Das ist Hosea. Er kauft sie nicht, um sie zu bestrafen. Er kauft sie, um aus ihr, aus der Hure, eine Ehefrau zu machen. Es gibt keinen Grund auf Erden, nur 1 Cent für sie zu bezahlen. Aber er meldet sich und zahlt den Preis. Und alle drehen sich nach ihm um und sagen, du bist wahnsinnig. Das ist eine Schande, sowas zu machen. Sie hat dich verlassen, sie hat es verdient. Warum kaufst du sie? Er findet einen Grund. Und der Grund liegt nicht in der Frau, die vor ihm steht. Der Grund liegt in ihm selbst. Der Grund ist in der Liebe, die Hosea zu ihr hatte. Nicht in dem, was sie ihm bringen könnte. Sie kann ihm nichts mehr erarbeiten, sie kann ihm nichts mehr geben. Hosea wird zu Schande beim Kauf. Und die Hure Goma wechselt wieder zu einer Ehefrau. Und gibt ihr wieder diese weiße Weste, diesen Zustand, den sie einmal hatte. Sie ist wieder eine Ehefrau, die einem Mann gehört. Und durch die Auktion wird eines klar. Gomer, du bist nichts wert. Die Leute wollen dich nicht haben. Das Zweite, deine Liebhaber, also die zahlen, wollen nicht nur für dich nicht zahlen, die wollen dich auch nicht. Und das Dritte ist, obwohl du nichts wert bist, ist einer bereit, für dich zu bezahlen. Und dieser ist der, dem du am allermeisten wehgetan hast. Das ist der, den du nicht wolltest. Das ist der, den du nicht geliebt hast. Das ist genau der, der will dich lieben. Der will für dich sorgen. Der will dir dienen. Und wir lernen hier aus diesem Buch, Gott liebt sein Volk. Nicht nur in guten Tagen. Wir versagen. Wir sündigen. Wir vergehen uns. Aber Gottes Liebe hört nicht sofort auf. Er liebt sein Volk wirklich. Seine Liebe ist sehr groß und wir müssen staunen über die Geduld Gottes, wie er mit uns umgeht. Seine Liebe kann von einem Neuanfang nicht lassen. Als Zweites, wir lesen, Gott richtet sein Volk für Sünde. Also ihm ist nicht egal, ob wir in Sünde leben oder wenn wir uns in Sünden ergehen und sie genießen. Gott ist das nicht egal. Und wenn du ein solcher bist, wenn du die Sünde nicht ernst nimmst, dann wisse, dass die Reihe wird an dich kommen. Gott wird sich an dich machen mit seinem Gericht. Du kannst keine Sünde verbergen wie Achan. Deine Sünde wird ans Licht kommen. Du kannst dich noch so gut verstecken. Gott bringt Sünde ans Licht und Gott richtet seine Kinder. Wen er liebt, den züchtigt er. Und einige von euch nehmen das nicht ernst. Es gibt Ausgeschlossene, mit denen einige von euch Gemeinschaft haben. Gott will sie züchtigen und ihr wollt sie trösten. Ihr spielt mit ihnen. Ihr lacht mit ihnen. Ihr meint, ihr könnt so einen normalen Umgang einfach mit einem Ausgeschlossenen haben. Nein. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Das ist eine Missachtung der Züchtigung Gottes an diesen Menschen.
Man verachtet Gottes Gericht. Man spielt, man lacht mit ihm. Und das geht nicht. Gott nimmt Gericht ernst und wir sollten Gottes Gericht auch ernst nehmen. Wenn wir jemanden ausgeschlossen haben, dann ist kein Umgang, dann dürfen wir keinen Umgang, keinen Trost. Dann flehen wir zu Gott, bitte bring diesen Menschen wieder zur Gemeinde, dass wir ihm wieder ja, liebevoll begegnen können. Als drittes, Gott erlöst sein Volk nicht, damit es weiter Hurerei treibt. In Kapitel 3, Vers 3 heißt, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren. Gott erlöst sein Volk für sich selbst, damit das Volk ihm dient, nicht damit es weiter in Sünde lebt. Und wer weiter in Sünde lebt, der beweist, dass er nie erlöst wurde. Wer wem Sünde egal ist, er zeigt einfach, ich bin nicht im Glauben. Hier sind meine Früchte. Er stellt sie allen aus. Hosea hat sich selbst hingegeben, ist zur Schande geworden, um diese Frau zu erlösen. Und seht, nach dem Gesetz musste er sie steinigen. Das Gesetz schrieb vor, was man mit solchen Leuten tun muss. Er musste sie steinigen. Sie musste sterben. Aber er geht hin und zahlt für diese Hure einen Preis. Und was wir wissen müssen, Hosea ist der Name, den Josua vorher hatte. Josua hieß vorher Hosea. Und Josua, das ist der hebräische Name für Jesus. Und das Bild kann hier wirklich nicht deutlicher sein in dem ganzen Buch. Jesus selbst ist zur Schande geworden, als er an dieses Kreuz ging, damit wir erkauft werden können. Er war dort nackt am Kreuz. Er trug diese Schande. Er zahlte den Preis. Wir haben nach dem Gesetz den Tod verdient und er ging und starb diesen Tod. Gomas Schande wurde allen sichtbar und die Schande, die auf Christus lag, war auch allen sichtbar. Er war vom Vater verlassen, verachtet von den Menschen, mit Leiden vertraut. Du wurdest vom Vater in die Hölle verdammt und Christus sagt, ich gehe, ich springe in diese Hölle für ihn. Er ist so heruntergekommen, ich erbarme mich. Und der Grund liegt nicht in dir. Der Grund liegt nicht in dir. Der Grund liegt in der Liebe Gottes zu dir. In der Liebe Gottes. In ihm sind alle Gründe in der Liebe zu dir. Nicht deswegen hat er dich begnadigt, weil du so gut bist. Oder weil du so zahlreich bist. Oder weil du so viele gute Taten. Oder weil du ein Prediger bist. Oder weil du gut singen kannst. Das ist nicht der Grund, warum Gott. Oder weil Gott dich brauchte in der Gemeinde. Unbedingt. Er kann die Gemeinde nicht bauen, wenn du nicht da bist. Nein. Der Grund für Gottes Liebe liegt in ihm selbst. Der Grund für das Gericht liegt im Menschen. Der Grund für die Liebe Gottes liegt nur in ihm selbst. Und wenn du fragst, Gott, warum liebst du mich? Weil ich dich liebe. Und es gibt keinen Grund dafür, außer meine Liebe. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Christus meldete sich, als wir verdammt werden sollten. Er sagt, wer will für diesen Sünder einen Preis zahlen? Er sagt, ich gehe hin. Ich gebe mein Leben, ich gebe mein Blut für die Gemeinde. Durch das Kreuz werden auch drei Dinge klar. Du bist nichts wert, weil das, was du wert bist, das trägt Christus. Und nichts ist noch etwas zu viel. Wir sind die Hölle wert. Als zweites, niemand will dich haben. Wenn die dich ausgequetscht haben, die wollen dich nicht mehr haben, man wirft dich hin. Aber obwohl du nichts wert bist und niemand dich haben will, ist einer bereit, für dich zu zahlen. Es ist der, den du am allermeisten wehgetan hast. Es ist der, den du nicht wolltest. Es ist der, den du nicht geliebt hast. Und genau dieser will dich kaufen, für dich sorgen und dich mit Liebe überschütten. Wer kann so eine Liebe nicht anbeten? 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und zum Abschluss Hosea, Kapitel 11, Vers 8 bis 9. Da wird nochmal das so ausgedrückt, so
Gottes Herz wird hier ausgeschüttet. Wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Das waren die zwei Städte bei Sodom und Gomorra, die gerichtet wurden, auf die das Feuer fiel. Wie könnte ich dich so richten wie Sodom und Gomorra? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns. Ich will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige Israels bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen. Lass uns diesen Gott anbeten. Amen.